Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, man muss die einfach nur finden. Ach, Junge, Junge, Junge. Ich dachte, da kommt jetzt so ein richtig komplizierter Shit, aber am Ende ist es ja wirklich recht dämlich. Einfach nur Glühwürmchen suchen. Ja, okay, gut. Das ist ja... Ich hab eigentlich so interessant... Was ist das denn? Was sind das für Pilze mit... What the fuck? Okay, warte darauf, dass das Labor geöffnet wird. Okay, dann gucken wir mal, wie das passieren soll, angeblich. So, ja, genau. Ich stehe jetzt hier genau so. Oder warten wir oder gucken wir mal, was hier passiert. Ah, okay. Ja, das ist natürlich sehr, sehr convenient. Ein fucking Portal. Zum Labor. Wow. Didn't expect it to be this spacious. To save time, let's go find the puffs separately. Okay, ja gut, dann gehe ich erstmal zu Catherine und gucke uns da mal an, ob hier irgendwas Interessantes gibt. Prüfen und wir stehen fest. Was hat Zero vor? Dieses Experiment dient zur Verwandlung der Puffs. Ich glaube, vielleicht hat er studiert. Eine Lagerliste, darauf steht Puff und beschrifteter Schein. Was heißt das? Ja, keine Ahnung. Auf dem Bild sind zwei Bäume von Doom, ein großer und ein kleiner, versuchte einen weiteren Baum heranzuziehen. Morales, I'd like you to take a look. Ah, it's the operation manual in Elf Tongue. This line reads... Diamond devices? Oh, do you mean the... And release the failed lab objects from the warehouse. Operate... Dorellis, can't you tell us in one go? You guys deal with it first. Give me some time, I'll find a solution. Cool! Testsubjekte, okay. So ein paar interessante Experimente wurden hier veranstaltet. Ich weiß nicht, wie interessant das wirklich am Ende ist, aber... ich weiß auf jeden Fall nur, da wird wahrscheinlich ein Raid-Boss darstellen am Ende. These mechanisms, by activating different combinations of gemstones, we can obtain different materials. This is great. We can get puffs with this. Mhm. Verstehe. Mehr oder weniger. Wäre ich nicht beschäftigt, seinen Arsch zu retten, hätte ich eventuell Zeit, das zu verarbeiten. Aber leider kommt hier ein bisschen was rein an Problemen. I try my best. I try my best. Extinguish all the gemstone orbs and close the divine people in the middle. Ah, okay. Gut. Ja, das ist natürlich praktisch. Schnell mal hier die Kugeln kontrollieren. Good. We've extinguished one gemstone orb. Next, close the eye in the center and we have success. We have success! Okay, cool. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur noch den Rest wegballern. Und dann sieht das Ganze hier schnieke aus. So, ich komme kurz zur Hilfe. So ein guter Mann, wie ich nun mal bin. Und dann sind wir hier durch, so. Aber das ist auch krass, wie schnell man levelt, ne? Wenn man bedenkt, wir haben jetzt nicht wirklich lange gespielt und wir sind schon recht kurz vor der 30. Okay, ich dachte, es wäre... Was ist das? Ach, ich dachte, das wäre was für uns, aber das ist ein Quest-Gegenstand. Ah so, hier, Bruder. Weißt du noch, wie Zelo vor dem Betreten dieses Labors sagte, Jaya sei der Schlüssel zur Wiederherstellung des Baus von Loon? Ich habe mich gefragt, warum er Jaya genommen hat, obwohl er bereits den beschrifteten Stein hatte. In diesem Notizbuch habe ich endlich die Antwort gefunden. Zelo begehrt nicht nur die Macht des beschrifteten Steins, er wollte auch die Kraft von Erebos in Jaya an sich reißen. Wir dürfen Zelo nicht unterschätzen. Er verwundete die Königin, nahm sich den beschrifteten Stein, nahm Jaya mit und verseuchte die Puffs. Alle seine Schritte hingen zusammen und sein Ziel war nicht, den Baum von Luin wiederherzustellen, sondern ein neues wachsen zu lassen. Das muss die Königin erfahren. Okay. It's a pity you still believe the lies that Eleanor spins. God has long since abandoned the Tree of Luin and the High Elves. The ritual of Emersea is just a charade to fool you.
The Queen is saving the Tree of Luin. Saving a tree that has already wilted is as pointless as stopping the sun from setting. Yeah. I bet Eleanor didn't tell you what a puff is. Puffs are no ordinary plants. They're animals for the first half of their lives. And Eleanor is using the life of the puffs to extend the life of the tree. Ach, der Vogel redet. What's the difference between what she's doing in my experiments? Or is it that the value of life is not equal in your eyes? Ja, irgendwie schon. Oh. Yes, life is equal. Every life is part of the natural cycle. The Queen has always taught us that everything we have is borrowed, including our lives. Sooner or later, we will all return to the cycle. Flowers, plants, bugs and animals, you and I, are all part of the cycle of life. Zelo, you are right. Puffs are indeed animals for the first half of their lives. But you didn't mention that they turn into a plant for the second half of their lives. We don't pick them until after they've finished reproducing. Your pillaging and leaving a trail of destruction behind has left countless wounds on the world. Your disregard for balance is palpable. Looks like you have made your choice. And I will move forward with my new plan. I will take good care of Jaya. And you shall lament in remorse and despair. Hä? Also, redet der Vogel oder warum höre ich manchmal zwei verschiedene Stimmen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch der Vogel. Okay, Selbstzerstörung. Das ist natürlich immer gut. Damit kann man... Ja, es ist schwierig. Let's get out of here first. Anstatt rauszulaufen, cool guys don't look at explosions. einfach rausgehen. Reicht auch. Ja, mit Jay, Alter. You look pretty upset. You must have failed. You're terrible at tempting others. Don't worry. I prepared an exquisite gift just for him. And you shall be the big surprise inside. Die arme Jay, Alter. Sie war so nett zu uns. Wir müssen sie retten. Wir dürfen sie nicht zum Sterben zurücklassen. Wir sind nicht so ein Motherfucker. We're finally out. Look at the time. I can't believe we've been in the swamp for this long. So what's next? Do we rush back? It is getting late. I suggest we take a break and return tomorrow. What do you think? I agree. Für mich in Ordnung. Für mich in Ordnung, was denkst du? We're constantly on the move. Everybody is exhausted. It weakens the mind. Since we are on the same page, we will go back to Luin City to meet the Queen tomorrow. Oh, Level 30. Sehr schön. Guck mal, es gibt sogar eine Waffe, die wir nicht gebrauchen können, weil meine aus dem Raid einfach mal 3 Millionen Mal geiler ist. Sehr gut. Oh, ich habe, glaube ich, eine neue Ultimate-Fähigkeit freigeschaltet. Ah, genau. Das ist ja das, was ich meinte. Genau. Hier gibt es ja mehrere Sachen. Schattenschritt beispielsweise. Verkrüppelungsschlag. Verwundertes Ziel und belegen das mit Heilreduktion. Das ist PvP. Auch PvP, dass man... einige Bossfähigkeiten können nicht unterbrochen werden. Freibrechen. Man sieht schon... Es gibt schon sehr viele Sachen, wo man schon sagen kann, ja... Da steckt schon ein bisschen was drinne, so ein bisschen Magic, wenn man das so sagen kann. Was ist das? Wenn Doppelkling beim nächsten Mal trifft, nachdem du Fataler Schlag verwendet hast, besteht eine Chance von 100% zusätzlich 2. Also das heißt, das plus das ergibt gleich direkt sehr viel Energie. Ja, es ist okay. Also man merkt schon ein bisschen hier und da muss man langsam aber sicher nachdenken. Dann würde ich mal vermuten. Ich finde es eine dumme Idee. Ja, also wären wir jetzt hier in Real Life und müssten jetzt hier in Real Life darüber diskutieren, ob das so smart ist, was wir gerade machen, würde ich das ausdiskutieren und sagen, es ist nicht smart, noch zu warten. Ich meine, wir wissen nicht, was er mit ihr anstellen wird. Aber ja, wer bin ich, der das irgendwie judgen soll, ne? Dass wir hier einfach, ja, warte einfach,
passiert schon nix, Stevie. Das will ich sehen. Und am Ende heißt es wieder, Scheiße, wären wir doch bloß früher da gewesen. Dann hätten wir es noch retten können. Was ist hier? Meervolkssumpf? Ah, geil. Das ist wahrscheinlich die Dungeon, ne? Ist es die Dungeon? Muss mal kurz gucken. Jo. Aber dafür haben wir noch nicht die Gegenstandsstufe tatsächlich, warte. Fast. Wir haben zwar das Level, aber noch nicht die Gegenstandsstufe. Aber das ist auch Elite, ne? Ah, auf Normal kann ich es ja auch... Ja, auf Normal könnte man es easy machen, ne? Hier, Dunkelflosse General, das ist ja sogar die Dungeon. Ja, ich weiß nicht, wollen wir das machen? Ich denke mal schon, ne? Ich meine, Dungeons sind ja durchaus der spannende Teil an den ganzen Dingen und dementsprechend würde ich schon sagen, dass man da vielleicht mal den einen oder anderen machen sollte. Gerade wenn man bedenkt, wir sind schon Level 30. Ich meine, wie viel Dungeon haben wir denn noch nach denen hier? Dann fehlt uns mehr, dann haben wir Waldaltar, dann haben wir nur noch Botanischer Garten und dann that's it so. Also viele Dungeons haben wir nicht mehr übrig. Also ja, bin ich schon dafür. Gucken wir uns den Shit an, was wir da so Interessantes wiederfinden werden. Oh, was? Öffnen des Chatrooms, Bestätigung und andere Team... ja, okay. Keine Ahnung. Ja, nee, das passt doch so alles. Hä? Ich check grad gar nicht, was hier abgeht. What the fuck is happening? Okay, gut. Ist ja auch egal. Wie viele Bosse gibt's hier? Auch nur drei. Also es bleibt immer so ein Dreier-Ding. Dann gehen wir mal los. Gucken uns das mal an. Also, dass wir hier in so ein Fischdorf ist. Jetzt testen wir mal aus, ob das funktioniert. Jo, in der Tat. Das ist richtig gut, um schnell komplett volle Energieleisten zu haben. Warum es so leise ist, kann ich euch gerade jetzt auch nicht sagen, oder? Hört man noch überhaupt irgendwas? Also es regnet draußen, das ist bei mir nur. Ja doch, man hört noch was. Leute, ich kann euch gewisse Sachen nicht erklären. Also es ist jetzt nicht, dass ich es irgendwie leiser gemacht habe. Also ist eigentlich alles beim selben. Das Spiel ist noch nicht hundertprozentig da, wo es sein soll. Ne? Muss man auch mal so sagen. Okay, aber wir kommen wenigstens gut voran. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich finde es so schade, dass es keine Karte gibt. Ja gut, wenn man bedenkt, damals gab es bei WoW auch keine Karte in Dungeons. Das wurde ja erst wirklich viel, viel später eingeführt. Ja gut, kann man noch so stehen lassen. Aber ich finde es immer irgendwie ganz cool, wenn man noch irgendwie so eine Karte hat zum Orientieren. Ich meine, ja, es ist recht schlauchig. Das ist jetzt nicht irgendwie ein großes Problem, dass man sich hier nicht zurechtfindet. Aber ich finde es irgendwie, das hat was, wenn man noch wenigstens sieht, wohin man gerade geht oder wie weit der Weg irgendwie noch zum Boss ist oder so. Auch wenn ich jetzt schon sehe, wir stehen schon beim Boss. Mit Fraser. Mit dem Fraser. you don't know me. Ne? Wir haben hier genug andere DPSler, die können das auch machen. So, warum immer ich? Aber ja, kann sein, dass es vielleicht wichtig wird zu unterbrechen, aber... Ja, komm. Sind wir so ein Asi und tun das? Oder sind wir nicht so ein Asi und tun das? Ja, komm, wir holen mal Unterbrechen mit rein. Zitterschlag, ne? Ja, komm. Gegen den Heiltrank erstmal. Nicht, dass da der Bette gesagt wird, ich habe hier nichts. So, dann wollen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, worauf sie warten. Vielleicht wollen sie auch noch eben schnell kurz einen Unterbrecher mit reinnehmen. Aber andernfalls bin ich eigentlich ready. Weiß nicht, worauf wir warten. Nächste Einladung. Okay. I don't know what happened. Er stand einfach da rum. Bedrohlich. Also er stand wirklich nur rum und hat sich das Ganze angeschaut. Ich weiß gar nicht, was man hier... Ja, das müssen wir auch noch lernen, was von den Fähigkeiten hier unterbrechbar ist und was... Ah. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Habe ich jetzt leider nicht mehr zur Verfügung. Aber gut, dass das auch vom Spiel tatsächlich angesagt wird. Kann man sich das auch gut merken. Ja. Hat jetzt kurz gedauert. Ich weiß nicht, vielleicht war er sich ein Bier holen oder hat keinen Bock. Hat sich erstmal mental auf die ganze Sache vorbereiten müssen. Ist ja, kenne ich. Wenn man zum ersten Mal vielleicht denkt, da braucht es kurz einen Moment, bis man hier... Aber ich sehe nicht, dass ihr einen Trank trinkt, Alter. Wo sieht man das denn?
Also ich sehe nur, dass er irgendwas beschwört, also keine Ahnung. Vielleicht bin ich noch ein bisschen unerfahren in Tares Land, aber eigentlich habe ich ja Dungeon-Erfahrung. Wenn das steht, unterbrecht, dann, naja, weiß ich nicht. Normalerweise ist das für mich dann unterbrechen. So, um es mal einfach so zu sagen, wie es verdammte Scheiße nun mal so ist. Interrupt in time. Ja gut, habe ich jetzt mal gemacht. Keine Ahnung, ob ihm das unterbrochen hat. Ich wurde vom Spiel reingelegt. Ich sehe nicht mal die Animation, dass der Junge irgendwas zu sich nimmt. Aber muss man ja auch nicht, ne? Muss man auch nicht. Hauptsache wir killen den Boss. Und alles nimmt einigermaßen seinen Lauf. Gut, das muss man schon sagen. Das ist ein bisschen trickiger. Könnte auf Elite schon ein bisschen problematischer werden. Aber das geht ja noch. Ja, sehr schön. Ja. Umschalten, wenn das geht. Geil, der fragt dich sogar, ob du Dings da umschalten möchtest. Härten? Was? Härten? Ah! Sowas wie verbessern. Ja, nee. Brauche ich nicht. Also, ich meine, das lohnt sich ja gar nicht. Da braucht man ja gar nichts erstmal. Okay, gut. Da habe ich jetzt erstmal, keine Ahnung, Damage kassiert für einen Baum, für einen Pilz, der draufgegangen ist. Aber... bisschen Slalom laufen sollte auf jeden Fall helfen. So, bestenfalls stirbt man ja zum Glück dadurch nicht, sondern bestenfalls kriegt man einfach nur gut Schaden ab. Sind wir schon beim nächsten Boss? Jo, tatsächlich. Gang. Das war jetzt aber wirklich sehr schnell. Okay, dann machen wir das jetzt hier noch um und dann geht's direkt schon zum nächsten Boss. Das ist jetzt eigentlich nur die Sporen hier. So, mal sehen, ob das jetzt auch 3000 Jahre dauert. Ja, ob er jetzt sich wieder mental drauf vorbereiten. So, nachdem wir eine neue Gruppe suchen mussten, weil meine alte einfach nicht aus die Pötte kam. Also wir haben 10 Minuten gestanden, it's no joke, habe ich mir gesagt, fuck this shit. Bringt gar nichts jetzt die ganze Zeit da rumzusitzen und gar nichts zu machen. Davon haben wir hier nichts. Und, naja, haben uns eine neue Gruppe gesucht, die ist ein bisschen, um es mal nett zu sagen, schneller ist. Ich habe ja kein Problem, wenn da Leute sind, die vielleicht wirklich, wirklich sich mit der Mechanik auseinandersetzen wollen, lesen wollen, was auch immer. Ist ja völlig in Ordnung, aber Bro, also wir haben ja keine 10 Minuten, Digi. Also jetzt wirklich 10 Minuten haben wir da rumgestanden. Das ist ein bisschen, Matsch. Muss nicht sein. Ne? Wir wollen ja schließlich auch irgendwann mal vorankommen. Und auch mal ein bisschen sehen, was hier noch die gute Stube zu bieten hat an Bossen. Okay, das ist das. Das kann man eigentlich mit Schattenschritt ganz gut auskontern, um schnell wieder ranzukommen. Hier ausweichen. Ich würde sogar tatsächlich sagen, wir sparen uns noch mal ein bisschen was auf an Energie. Machen nämlich einmal den Move. Dann mache ich einmal den Move. Und dann mache ich einmal den Move. Und dann mache ich nochmal den Move. Also mittlerweile kommt man besser, wird es immer besser und besser und besser mit der Rotation. Gerade auch, weil Fähigkeiten dazukommen, die so ein bisschen die Rotation verbessern oder erleichtern, um es mal eher so zu sagen. Das ist dann natürlich hilfreich, wenn man sowas hat, die da so ein bisschen aushelfen oder nochmal ein bisschen dynamischer machen oder hier und da Situationen entstehen, wo man das Gefühl hat, ja, wir kommen langsam der ganzen Sache ein wenig näher, was das Ganze angeht. Ne? Und das ist nicht schlecht, finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Die Talente sind schon sehr gut für das, was sie da zu bieten haben, wenn man das mal so sagen kann. Natürlich ist jetzt, wie gesagt, kein tiefgründiges Ding, aber ey, man muss schon auch schon sagen, gut genug, was man da durchaus zu schätzen wissen kann. So, dann hauen wir jetzt nochmal hier oben. Ich glaube, viel wird das jetzt nicht mehr sein. Wir sind jetzt schon beim Endboss. Bin mal gespannt, wer der Endboss ist. Achso, ja, stimmt, hat man ja in dem Bild gesehen, glaube ich. Hab ich mich jetzt, ja, ihr kennt mich, Leute. Mein Gedächtnis ist auch nicht geil. Ich bin auch wie so ein Sieb. Von daher können wir nochmal in den Leitfaden gucken. Ah, nein, das ist nochmal Dunkelflosse General. Ja, okay, das sieht nochmal ein bisschen crazy aus. Da hat man sich nochmal so ein bisschen sich gedacht, guck mal, man sieht sogar, wenn der Heiler zu weit entfernt ist, um dich zu healen. Auch nicht schlecht. Muss man auch mal so sagen, wie es ist. Ist auch cool, wenn man irgendwie auch im UI angezeigt bekommt, ob man gerade in der Range ist für eine Heilung oder halt nicht. Kann auch immer ganz gut entscheidend sein, ob das dann passt oder nicht. Oder ist das wirklich so, wenn ich jetzt nah an sie rangehe? Ja, wo ist sie denn überhaupt? Ja,
Das ist jetzt, das wäre natürlich wieder, wo man sagen würde, geil wäre eine Karte. Ich glaube, die ist gar nicht hier. Was ist mit den Leuten? Warum stehen die meistens immer da rum und machen nix, Alter? Warum sind wir in so einer Welt jetzt angekommen, Alter? Sind das Bots oder so? Also, kann ich mir vorstellen. Ist ja schließlich auch ein Free-to-Play-Game so, aber irgendwie ist auch nervig, wenn der Heiler nicht da ist, wenn man die braucht. Also, da muss man halt jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. Gerade wenn wir gleich gegen den Endboss kämpfen. Ohne Heiler ein bisschen, ja, und natürlich bin ich kein Gruppenführer, also kann man... Ja, kann ich auch nicht rausschmeißen, ne? Ich weiß nicht, wie das hier überhaupt funktionieren würde. Doch, ich weiß es doch auch nicht, Jungs. Ich bin auch nur ein Ausländer in diesem Scheißspiel. So, ich weiß nur, wie man Damage macht und ein bisschen hier und da. So, das ist alles, was ich drauf habe. Ja, aber der Heiler ist irgendwo nicht da. Ich sehe noch nicht mal, also, weiß ich nicht. Hat sie geheilt überhaupt? Ja, scheiß drauf, ich will es lieber nicht wissen. Ganz ehrlich. Ich will es lieber nicht wissen. Ja, da müssen wir trusten. Trusten, dass unser Tank das einigermaßen getankt bekommt. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum er die ganze Zeit gewartet hat. So nach dem Motto, ja, Bro, ich kann jetzt hier schlecht attackieren, wenn wir nicht mal einen scheiß Heiler haben, der uns... Ah, doch. Der Heiler ist... Ja, ich glaube, das ist ein Bot, Bro. Ich glaube, das ist ein Bot. Die war jetzt die ganze Zeit nicht da und jetzt fängt sie auf einmal an zu healen. Warum auch immer. Ja, okay. Gut zu wissen, dass es schon in diesem Spiel ein gewisses Problem ist. Holen wir uns jetzt doch hier ein paar die Ads. Ja, ist wichtig, scheint, sonst aktivieren sie irgendeine Kacke da. Weiß ich nicht, ob ich das mit ansehen möchte, was das ist, was sie da aktivieren. So, und jetzt gibt's hier... Oh, das ist natürlich sehr gut. Sehr schön. Wenn die Energieregeneration wenigstens wirklich genauso ständig wäre, wäre schon geil. Aber vielleicht kommt das noch alles, sobald man im Endgame ist und dann halt die Möglichkeit hat. Jetzt sehe ich, dass die Schaden macht. Soll ich... Hallo? Okay. Wir sind einfach zu slow. Wobei wir eigentlich auch noch ein Bewegungsgeschwindigkeitsding haben, was wir auch benutzen können, um uns ein bisschen schneller zu machen. Das versuche ich. Das muss ich mir auch immer echt merken, dass man auf QE seine Fähigkeit hat. Das habe ich. Das ist ja bei WoW zum Beispiel ja nicht so, dass wir rechts, links gehen. So. Das ist ja ein bisschen anders von der Steuerung. Aber daran gewöhnt man sich. Das ist auch echt alles Pillepalle daran. Ja gut, da kann man jetzt auf die Minions verzichten. Ich glaube, wir haben den Boss gleich sowieso down. So. Gut, ein bisschen Ausrüstung. S. Dafür, dass wir ein bisschen gewartet haben. Hier und da ist es ja doch gut gelaufen. Wie gesagt, keine Ahnung, was da passiert ist mit der ersten Gruppe. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben es geschafft.